Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Sonst hat Wimmer sein Pater Präsident. Das hilft ja nicht anders. Ja, wieso denn? Ach, der ist doch nicht so viel. Das ist der Bio. Schau mal, ich hab's nicht gemacht. Schau mal, die Haferjager. Ja, der ist ja nicht so raffiniert, wie du verstehst. Aber was warst du raffiniert? Ja, okay, den haben sie halt erwischt. Eine hochkriminalistische Aufregung liegt heute über dem Geisbacher Amtsgericht. Man verhandelt über das Schicksal eines Wilderers. Der Jagdherr, seine Erlaucht Sebastian Graf Haunsberg und seine Jäger halten die schwierig erpirschte Beute endlich in den Fängen. Am liebsten hätten sie selber mit dem Wilddieb kurzen Prozess gemacht. Mein armer Bub! War nicht, Großmutter. Mit dem Delinquenten zu sprechen ist verboten. Vorwärts! Sabine, du musst nicht traurig sein. Seppi, oh mein. Die Braut erlaucht. Aha. Typische Wildererbraut, Weidmanns Heil. Vorwärts in die Sitzungssaal. Und alles wegen so einem lausigen Rehbock. Ist denn das auch nur eine Gerechtigkeit? Hat denn unser Herrgott die Hosen, Hirschen, Reh euch bloß für euch Jäger wachsen lassen? Der Vater? Mhm. Ja. Beste Rasse. Altes Wildererblut. Mein Herr, das hätte gut und gern zwei Verwundete und einen Toten geben können. Also, dann gehen wir's an. Na, das ist halt wieder einmal ein Prozess nach meinem Geschmack. Dankeschön, Herr Kollege. Seine Erlaucht ist persönlich anwesend. Erwartet höchste Dramatik. Stoff braucht er. Ich werde auf Freispruch plädieren. Es tut mir aufrichtig leid um die Intention seiner Erlaucht. Eben, Herr Justizrat, es gibt keine Privilegien mehr für Adelige, auch nicht für Dichtende und schon gar nicht vor den Schranken des Gerichts. Nun, Graf Sebastian ist zwar erblicher Reichsrat der Krone Bayern und, wie wir alle wissen, ein passionierter Verfasser von wilderer Geschichten. Ja, und weil er außerdem zufälligerweise noch im Theresianum in Wien erzogen worden ist, darum hat er heute den Spleen, er müsste sich als echter Werner geben. Ja, drum. Ich habe eben vorgenommen, heute besonders milde zu sein. Aber nein, bitte, meine Herren, lassen Sie mich ja nicht im Stich. Das ist sowieso für den Grafen bloß mehr der halbe die Geschichte, weil es keine Toten gegeben hat. Er ist ein Jagdfreund seiner königlichen Hoheit, des Herrn Prinzregenten. Ja, ich weiß, mit Thoma und Ganghofer ist er eng befreundet. Trotzdem... Trotzdem. Gehen wir's an, meine Herren. Also, heute muss ich's auf jede nur mögliche Tour probieren. Nicht so hochmütig sein, meine Herren Jäger. Es hat schon Zeiten gegeben, da wo euch ein freier Schütz das Wertel zugriff hat, das uns an Wald tut. Heute zurück, Bur. Ich halte das nimmer aus. Sau wohl tut uns an das Wertel. Und wie heißt das Wertel? Ich kenn's nicht. Red doch nicht mit dem alten Lumpen. Ach so heißt das Wertel, das uns an Wald tut. Bratzwind her, das kracht. Denk an dein Bub. Er ist unschuldig. Und verwundete in einem daraufhin stattgefundenen Handgemenge den Jäger Drückerl sehr hinterlistig und konnte entfliehen. Die Wildererbüchse, den Rucksack mit dem Rehbock und auch einen wollenen Schal musste der Angeklagte allerdings bei seiner Flucht zurücklassen. Diese Stücke liegen dem Hohen Gericht als Beweisstücke vor ja, und danke, sind somit... Ja, danke, Herr Staatsanwalt. Ich glaube, das genügt. Hier ist das Gewehr, hier ist der Rucksack, hier ist der Schal. Sämtliche Stücke sind durch die königliche Gendarmerie oder waren es die gräflichen Jäger erlaucht. Einwandfrei identifiziert, darüber brauchen wir also gar kein Wort mehr zu verlieren. Gestatten erlaucht, dass ich den Inkulpanten in der Sprache des niedrigen Volkes befrage. Das ist ergiebiger, nicht? Sie wollen. Merci. Also, Angeklagter, treten Sie vor. Legen Sie möglichst gleich ein umfassendes Geständnis ab, das verkürzt die peinliche und schmerzhafte Prozedur. Ja, was soll denn einstehen, Herr Rat? Ich bin der Schütz nicht gewinnen. Aber Seppi, können Sie denn nur so hirntappig daherlügen? Sie sind doch schon zweimal wegen des gleichen Deliktes vorbestraft. Zweimal, nicht wahr? Das ist Ihr Stutzen, das ist Ihr Rucksack, das ist Ihr Schal, nicht wahr? Und über eine Minute lang
waren sie in der Gewalt des gräflichen Hansbergischen Jägers. Nicht? Parbleu, fast 2 Minuten lang ist es gewesen. Oh, möge erlaubt gütigst meine mangelnde Präzision pardonnieren. Verbindlichsten Dank für diesen eminent wichtigen Hinweis. Also fast 2 Minuten lang, bitte versuchen Sie sich das einmal vorzustellen, waren Sie der Gefangene des gräflichen Jägers Anton Drücker. Da ist doch Leugnen wirklich vollkommen aussichtslos. Der Jäger hat Sie erkannt, nicht wahr? Einmal sind Sie schon 3 Monate wegen Wilderns gesessen, einmal ein halbes Jahr. Ja? Ihr Vater ist ein 7-mal vorbestrafter Wilddieb. Stimmt? Ihr Großvater desgleichen, nicht wahr? Das Wildern liegt Ihnen sozusagen im Blut. Das ist Ihr Schützen, das ist... Also, das habe ich ja schon gesagt, ne? Also, in Ihrer verzweifelten Situation, da hilft doch nur noch ein bußfertiges Geständnis. Na, da hilft gar nichts, Herr Rat. Ich bin der Schütz nicht gewinnen. Oh, ich kenne Ihre eisenharten Schädel, aber solche Unverfrorenheit ist mir doch nun vorgekommen. Der Mann ist beste Wildererklasse. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es da keinen Toten gegeben hat. Bin untröstlich erlaucht, Christian. Aber ich werde versuchen, aus diesem schwachen Sujet doch noch das Bestmögliche herauszuholen. Darf ich eine Frage an den Angeklagten richten? Aber selbstverständlich, wenn es erlaubt, Intentionen dient. Das... Angeklagter, wie kommen jene Beweisstücke dort auf dem Richtertisch in die Hände der gräflichen Forstbeamten, wenn Sie der Wildschütz nicht gewesen sein wollen? Können Sie uns das erklären? Na, danke, keine weiteren Fragen. Mager, ganz mager Pötteschoß. Darf ich an dieser Stelle, hohes Gericht, erlaucht, für meinen Mandanten diese Frage beantworten? Der Rucksack ist ein ganz gewöhnlicher Rucksack und durch nichts als meinem Mandanten gehörig gekennzeichnet. Die Büchse ist ein ganz gewöhnlicher Wildererstutzen, wie es hierzulande viele gibt. Und der Schal endlich, der hängt doch in jedem Kleiderschrank. So viel zu den Beweisstücken. Ich danke. Ja, ganz meinerseits, Herr Kollege. Wachmeister, bitte rufen Sie mir den Zeugen, den gräflichen Forstmeister, wie heißt der? Hier, Spiegler, bitteschön. Den Förster, jawohl. Ja, wie immer, Sepp. Warum wollen Sie denn bei Ihrer Jagdleidenschaft nicht ein richtiger Jäger werden? Sie würden doch ganz bestimmt unter der selbstverständlichen Voraussetzung erlaubt, stimmten einer solchen Lösung des Problems zu, ein ganz erstklassiger gräflicher Jäger. Ne? Ja, das mag schon stimmen, Herr Amtsgerichtsrat. Aber schauen Sie, was wäre die Welt ohne Wilderer? Trefflich, trefflich, erlaubt. Also mich. Weltumspannender Weitblick, superb. Ja, schauen Sie, lieber Hans Christoph, alles Erfahrung, praktische Erfahrung. Mhm. Ich habe zum Beispiel in meinem Tiroler Revier den ganzen Wildschützenbestand abschießen lassen. Er lauft erschüttern mich. Ja, mit welchem Erfolg? Jetzt ist es eine fade Jagd. Kedomar, bitte mir in der Würde des Augenblicks entsprechendes Benehmen aus. Pardon, ja. Können wir nicht, da kann man nichts machen. Ich meine, das ist eben passiert. Ich habe meine Leidenschaft für hochdramatische Jagd- und Wildschützenszenen. Ja, ja, ja. Ja, und das hier mit diesem Angeklagten, übrigens bestes Wildschützenblut. Ja, das hätte gern einen Toten und 2 Schwerverwundete geben können. Certainement, Herr Lacht, certainement. Na ja, aber wenn man den ganzen Wildschützenbestand zur Strecke bringt, dann ist die Jagd eben öd und fad. Küss die Hand, Herr Lacht, für diese Ruhe, für diese bemerkenswerte Bemerkung, Herr Lacht. Gestatten, dass ich in der Befragung weiterfahre. Also, verstehe ich, bitte. Ja, also, warum wollen Sie dann kein Jäger werden, wie man sieht? Ich hab's nicht mit der Schießerei, Herr Rat. Oh, das ist eine Unverschämtheit, eine Lüge. Ein typischer Wildschütz. Eben nicht, Herr Graf. Ich hab noch nie gerne ein Gewehr angerührt. Und schießen tue ich überhaupt nicht. Brav geantwortet, Wildschütz. Typisch, diese Schlagfertigkeit für einen leidenschaftlichen Wilddieb. Aber bitte, meine Herren, ich meine, ich will nicht stören. Fahren Sie ruhig fort. Ja, merci, Herr Rat. Fahren Sie ruhig fort. Das ist leicht gesagt, wenn ich bloß wüsste, wie. Ich wäre dankbar für jede Störung heute. Ah, sieh, wo? Hä? Hier hoch, Angeklagter! Wie? Bin halt gar nicht in Form. Herr Zeuge, hier Spiegler Ludwig, gräflicher Forstmeister zu Thüring. Danke sehr. Bitte kommen Sie vor zu mir, Herr Forstmeister. Herr Lauft, grüß Gott, Herr Amtsrichter. Habe ich die Ehre, Herr Staatsanwalt. Grüß Gott. Forstmeister, wie haben Sie, oder war es die königliche Gendarmerie, die Identität dieses Rucksackes einwandfrei feststellen können? Ja, das ist ganz leicht gesehen, Herr Rat. Wir haben einfach einen Holzknecht vorbeigeschickt und der hat den Rucksack am Wimmerknecht gesagt. Mhm. Das ist der Knecht vom Angeklagten, sein Vater. Ich verstehe. Also wir haben das ganz unbefangen gemacht, so quasi beim Brotzeitmacher.
Und dann hat der Knecht den Rucksack gleich erkannt und da feilt sich gar nichts. Das ist aber nicht unser Rucksack. Der Hinser schaut ganz anders aus. Und was ist noch mit den Stutzen da? Hab ich dich nicht selber durchs Fernglas da schaust, wie du deine dreckige Wut da drauf zusammengesetzt hast? Also das ist genau sei Stutzen, Herr Richter. Eine Frage, Herr Vorsitzender. Ja, bitte, Herr Sicherheit, bitte. Herr Lauchte, wir haben vorhin angedeutet, dass möglicherweise und sogar wahrscheinlicherweise mehrere Wildschützen sich in den gräflichen Revieren tummeln. Hm? Ist es da nicht ebenso wahrscheinlich, dass es auch mehrere zusammengefügte Stutzen gibt im Revier? Nein, also das ist schon dem da sein Geschäft. Also, wir haben zwar momentan ungefähr 3 Wilderer im Revier, aber die habe ich alle selber ausgemacht. So viel hast du noch gesagt? Ja, aber das da, das sind Wimmer sein Pix. Ja, da ist also quasi sans doute jeder Zweifel ausgeschlossen. Ja? Jeder. Tja, und bitte folgende Routinefrage nicht als zudringlich zu betrachten. Haben Sie denn auch so ein scharfes Glas? Freile? Ja, und er hat auch noch bessere Augen. Meine Jäger und Förster haben alle Augen wie die Luchse. Ja, mille merci, Herr Lauch, küsst die Hand, Herr Forstmeister. Ja, natürlich umgekehrt, bitte. Nehmen Sie Platz, Herr Forstmeister. Angeklagter, kommen Sie noch mal zu mir her. Ha? Sagen Sie mal, wollen Sie alle meine leugnen? Also gibt's nichts zum Leugnen. Was ich nicht gewinn bin, bin ich nicht gewinn. Aber nicht gewinn bin, bin ich nicht gewinn. Ne? Eine logisch konsequente Festigkeit, die wahrhaftig einer besseren Sache würdig wäre. Und die Sachen da, eure Sachen, Sie bestreiten es zwar, ha? Wie kommen die in den Besitz der gräflichen Jäger? Was weiß denn ich? Vielleicht hat's uns wer gestohlen. Was? Gestohlen? Wer? Vom Grafen seine Jäger vielleicht? Ja! Sowas haben wir nicht nötig. Ja, und wir notwendig, dass ihr's habt. Die Herren gräflichen Jäger haben nämlich seit einem Dreivierteljahr keinen Wildschützen mehr erwischt. Und jetzt haben sie Angst, dass einer der Herr Graf deswegen einen Dienst aufkündigt. Und jetzt machen sie halt mit Gewalt einen zum Wilderer. Auch wenn der Betreffende total unschuldig ist, die Dreckhammende. Oh! Hör sie doch einer den Lumpen. Er lacht. Das ist ein qualifizierter Bazi. Hoffentlich, mein lieber Hirschspiechler. Hoffentlich. Ja, Sie halten sich also als hoffentlich qualifizierter Bazi zwar in der Sache für unschuldig, was? Jawohl, Herr Rat, total unschuldig. So, total auch noch dazu. Setzen! Wachmeister, bitte, und wie heißt du den Zeugen Drückerl, bitte? Den Drückerl, Toni, jawohl. Meine Herren Schöffen, ich bin in einer grauslichen Zwickmühle. Sie werden es selber schon gemerkt haben. Seine Erlauchte hätte am liebsten hier im Gerichtssaal das blutigste Wilderer-Drama aufgeführt, aber der Prozess gibt nichts her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Möchten Sie mir nicht doch ein bisschen helfen, Herr Kollege? Hm? Noblesse oblige. Ah, Siege. Der Drückerl, Toni, gräflicher Jäger. Ja, gut, danke. Kommen Sie her zu mir, Herr Drückerl. Grüß Gott, Herr Rat. Grüß Gott, Herr Staatsanwalt. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Herr Drückerl, in ganz präzise, in fast 2 Minuten kann man doch einen Menschen genau erkennen. So finster kann doch die obskurste Dunkelheit gar nicht gewesen sein, stimmt's? Jawohl, er ist gewesen. Nee, bin ich gewesen. Das weißt du ganz genau, Toni, dass ich nicht gewesen bin. Und ich bleib dabei, er ist gewesen. Ich hab ihn direkt erwischt, wie er einen Bock im Rucksack gerade auf den Buckel nehmen wollte. Ah? Bratzen in den Tee, und es kracht, schrei. Da lässt er einen Rucksack fallen und rennt davon. Ja. Gleich drauf lässt er die Büchse da fallen und springt über den Kram ins Dickicht rein. Mhm. Ich am nach wie der Teufel. Ich schrei wieder, Bratzen hoch! Aber nicht zu mir, streich! Lump, sag ich zu ihm. Lump, jetzt hab ich dich. Er sagt nix, redt nix. Sagt nix, redt nix. Ja, jetzt möchte ich bloß noch wissen, wie war denn das möglich, dass Ihnen der Delinquent wieder echappiert ist? Wie meinen? Ich meine, warum Ihnen der Mann wieder rauskommen ist. Ach so. Gut. Das ist eine saudumme Geschichte. Ja, das glaube ich. Er geht rücklings weiter ins Jungholz. Ich am Schritt für Schritt noch. Ja? Auf einmal tut's einen Schnäuzer und der Fichtenast schlagt mir ins Gesicht. Weg war er. Bitte mehr Ruhe aushalten. Ja, das gibt's. Der Schlag ins Auge tut ein wenig weh. Ja. Ich reibe ein bisschen mein Auge und da sehe ich, jetzt ist der Mond ein wenig Kummer gewesen, da sehe ich eine Gestalt. Durchs Glas war es deutlich er da. Ich sehe also diese Gestalt im väterlichen Anwesen beim Wimmer zum Wimm verschwinden. Aber jetzt haben wir es gewiss gewusst. Alles gewiss gewusst, ja. Ich weiß jetzt auch, gewiss. Setzen Sie sich, Herr Drückerl. Ja. Die Hausuntersuchung am nächsten Morgen verlief allerdings erfolglos. Die Gendarmerie in Begleitung der gräflichen Jäger konnte leider nichts auffinden. Ich danke Ihnen, Herr Staatsanwalt, für diese wichtige Feststellung. Gendarmerie und der Hausuntersuchung. Geht das in den Lach? Also die Banditen haben doch auf ihre Bauernhöfe 1000 Versteck. Wir haben schon Patronen in die Kurwegen drin gefunden. Das heißt, ihr wisst.
sage nachdrücklich, die Ausführung des Gräfin Jägers komisch zu finden hier. Ja, das ist richtig. Die originellste Art, sich vor Hausdurchsuchungen zu schützen und Gewehre zu verstecken, bleibt immer noch der Heustadel. Wir haben schon eine Unmenge Heustadel entleeren lassen. Das war sehr anstrengend und hat 3 Tage gedauert. Charmant, charmant. Ja, doch. Da war sie waren fündig? Damals wie diesmal? Absolut nicht. Nein, der Verdächtige war tatsächlich unschuldig. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Also, das ist ja ganz undelikat. Diese Banausen verstehen nicht erlaubt. Bitte vielmals um Verzeihung für die Störung. Bitte, bitte, lassen Sie sich durch mich nicht rausbringen. Ich bin immer für gründliche Recherchen. Lassen Sie mich nicht rausbringen. Ich bin die ganze Zeit draußen. Herr Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin. Ich bin. Na, hat ja keinen Zweck. Machen wir es anders. Rufen Sie mir die Zeugin Sabine Rinecker herein. Rinauer. Rinauer herein. Sabine Rinauer, jawohl. Herrschaft Sachsen, Angeklagter, jetzt geben Sie doch endlich Ihrem verhärteten Herzen einen Stoß und legen Sie ein mannhaftes Geständnis ab, ich brauch's doch. Ich bin's nicht gewesen. Und der da hat mich auch nicht gekannt. Ja, hab ich die gekannt. Ah, eine Dache merkst du mich heut. Und warum? Wissen Sie, Herr Rat, warum ich der Trickeltoni heute so eine Dache merkst? Kennen Sie dem sein Motiv? Nein, das kenne ich nicht und ich werde mich schwer hüten, hier Vermutungen nachzugeben. Hat er denn überhaupt ein Motiv? Ja. Ein Dreck hab ich. Ein Wort hab ich jetzt nachher auf den Bazi, auf den Verlungener. Eifersüchtig bist du auf mich. Aber nicht wegen einem lausigen Rehbock. Nicht? Nein. Ja, da tapp ich ja völlig im Dunkeln. Auf was könnte denn da der Jäger eifersüchtig sein, hä? Ein Schuft ist er, ein ganzer Verlungener. Also, das muss ich Ihnen sagen, das ist ja Ach so, Sie haben das gesagt, Herr Drückel. Ja, na macht's nichts. Weiter, Sepp. Auf meinem Madel sitzt ja oben auf ein Junge Gors. Aber da geht gar nichts. Da bleibt ihm der Schnobel sauber. Und deswegen nimmt er heute Rache an meiner Unschuld. Der Schuft, der Kräne, der. Na, wie können Sie sich einer derart pöbelhaften Ausdrucksweise bedienen? Ein gräflicher Jäger ist kein Schuft, auch wenn er einer ist. Das geht entschieden zu weit, nicht wahr? Ach, lass uns nur, das ist ganz natürliche Wildschützen-Dramatik. Das ist ganz natürlich. Verbindlichsten Dank erlaubt für diese nachsichtige Titulierung, Christian. Bitte, bitte, der Mann ist eben ein typischer Freischütz. Mein Kompliment. Bitte fahren Sie fort, Herr Richter. Ja. Die Zeugin Rinauer, Sabine, Bauerntochter von der Rinauer. Dankeschön, Dankeschön. Kommen Sie vor, Frau Zeugin. Sie setzen sich. Jawohl. Ja, kommen Sie halt her, Frau Zeugin, etwa. Respekt, Respekt. Typische Wildschützenbraut. Beste Rasse. Wünschen erlaubt auch hier eine Befragung im Volkston? Ja. Also, Fräulein Zeugin, Ihr Bräutigam, der Herr Angeklagte, der hat ja so gut wie gestanden bereits, nicht? Er ist aber bei mir gewesen am Fenster. Ja, 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 ja. Das haben Sie schon vor der Gendarmerie ausgesagt. Das sagen alle guten Wildschützenbräute aus, sowas. Herr Richter, ich kann drauf einen heiligen Eid schwören. Der Sepp ist wirklich unschuldig. Ja, heilige Eide, das wollen auch alle Wildschützenbräute schwören. Das imponiert mir überhaupt nicht. Bei eurer Rasse erlaube mir mich erlauchtigster Terminologie bedienen zu dürfen. Bei eurer Rasse schließt die Liebe ja ganz selbstverständlich ein Meineid mit ein. Ha, lehrt mich die Wildschützenbräute kennen. Großartig, großartig, diese Szene, beste Rasse. Ja, das war noch gar nichts, da können wir noch ganz was anderes machen. Ihr seid ja fähig, mit dem Samuel selber einen Pakt zu schließen, wenn es um diese Jagdleidenschaft, um diese Formalität eurer Burschen geht. Na, Herr Richter, ich schwör kein Meineid. Bitte, Gursche. Bitte mit Aufkommen hängt, Herr Richter. Er ist wirklich unschuldig, der Sepp. Großartig. Also beste Rasse. Wünschen Sie auch, dass ich die Daumenschrauben noch fester anziehe? Ja? Also, wer war's denn jetzt? Ha? Sei Großmutter. Oh. Wie? Wer soll es gewesen sein? Was hat die gesagt? Sei Großmutter soll es gewesen sein? Milch, sag mal. Seine Großmutter. Ich sag's ja, die Weiber, nix können's da halten. Mein Gott. Seine Großmutter. Ich schätze mich glücklich, erlaubt Ihnen diese delikate Nuance noch liefern zu können. Jetzt werden wir's gleich haben. Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin, Wimmerin von der Wim. Wimmerin von Wim, jawohl. Bitte setzen Sie sich. Sandl. Die trifft auch noch. Bring es raus. Die Sau teif in die Gescherden. Sabine schwört da jeden Neid. Ja, das ist eine gute. Die ist mir auch gefallen. Komm, was will man? Wir sind dran. So, na gehen wir gleich. Na, komm, dann. So, so, jetzt. Sau, Jäger, Mistige.
Die Zeugin Wimmeresel, Wimmerin von Wim. Dankeschön. Na, komm mal her zu mir, Wimmergroßmutter. So ist recht, komm mal her. Ja, gut, aber gut. Sagen Sie mal, Herr Richter, was muss jetzt Sie eigentlich noch sagen, dass Sie unseren Buben freisprechen müssen? Ha? Ach, gar nicht mehr früh. Einziges Wörtel noch, dass das am Traualtar gesagt haben. Einfach ja. Was? Aha. Ja, mei, wenn sonst nichts ist, dann sage ich freilich ja. Ja, gut, na, schauen Sie, da sind wir schon so weit, wie wir sein wollten, nicht wahr? Sie haben also den Rehbock geschossen. Ich hätte den Rehbock geschossen? Ja. Ja, wer hat denn das gesagt? Sie vielleicht? Ja. Mir ist ausgerutscht. Verzeihen wir's, Wimmerin. Ja, ist schon gut. Gut, dann gehen wir zur Urteilsverkündung. Bitte aufzustimmen. Ja, bitte noch eine kleine Frage an die Zeugin. Ja, ist ganz selbstverständlich konzidiert, Erlauch, bitte. Sagen Frage. Sie, Wimmerin, jagen Sie in Ihren Jahren immer noch aus Leidenschaft? Na, zwingen Wutbrat. So. Na ja, aber Sie haben doch eine gute Schweinezucht. Na, freilich haben wir die. Aber bei denen hohen Preis, da verkauft man die Seil. Und fressen lieber ein Wildbrat, weil das billiger ist. Noch dazu, wenn man es selber schießt. Danke, danke. Eine typische Wildschützenmutter. Danke. Ja, also im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise seiner königlichen Hoheit, des Herrn Prinzregenten, ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Sepp Wimmer wird wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Die Sitzung ist geschlossen. Gott sei Dank. Ja, und was geschieht jetzt noch mit mir? Gar nichts, Großmutter, gar nichts, sind's bloß stark. Gell? Was glauben Sie, wie froh ich bin, dass diese Verhandlung da vorbei ist? Hört denn ein Gott? Und gut. Außerdem, Wildschützinnen Ihrer Altersklasse stehen bei uns unter Naturschutz, gell? Dankeschön. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Sich mal wieder selbst übertroffen. Also eine Geschichte ist entstanden mit dem Titel Das vollkommene Revier. Da wimmelt's nur so von Wildern. Auch Wildschützinnen sind drin. Die Wimmerin dürfte dafür allerdings nicht Modell gestanden haben. Eine liebe Zeit. Trotz der Vorkommnisse menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen. Königlich Bayerischen Amtsgericht.